Die Ursache vieler schmerzhafter Beschwerden ist nicht unbedingt direkt an der jeweilig betroffenen Stelle des Schmerzes zu finden. Viele Leiden, wie Knie- oder Kopfschmerzen, können durch Verspannungen oder Verkürzungen von Muskeln entstehen, die weit entfernt liegen, aber mit dem Locus dolenti, also dem schmerzhaften Ort, in Verbindung stehen. Ein Grund hierfür sind Triggerpunkte, also Stellen, die einen Schmerz triggern bzw. auslösen können. Also beim Kopfschmerzen ist der Trapezius, vor allen Dingen der querlaufende Trapezius, hier so gut wie immer mit dabei. Und zunächst mal mache ich einen Tastbefund, wo ich als Therapeut jetzt hier diesen Triggerpunkt, diese Verhärtung spüre. Und dann wäre hier auf alle Fälle was Behandlungsbedürftiges. Und ich versuche das dann einzugrenzen, das heißt, ich schaue, wie groß ist dieser Triggerpunkt, weil der ist ja von linsengroß bis haselnussgroß. Als Triggerpunkte werden schmerzhafte Stellen in der Muskulatur bezeichnet, die besonders empfindlich gegenüber Druck reagieren. Die Schmerzen können von diesen Punkten auch in andere Regionen ausstrahlen. Und wenn ich das genau abgegrenzt habe, das wäre jetzt hier, wechsle ich jetzt auf den Knöchel, mit dem ich hier arbeite, und setze kurz vor dem Triggerpunkt mit dem Knöchel an, gehe tief rein, also mit einem starken Druck, und gehe dynamisch, rhythmisch über den Triggerpunkt drüber und behandle ihn so. Das heißt, wir gehen über die Schmerzgrenze des Patienten, aber nicht in die Unerträglichkeit. Das ist wichtig. Jeder Patient hat ein anderes Schmerzempfinden, das ist sehr relativ. Das kann man dann mit der offiziellen Schmerzskala, die von 0 bis 10 geht, abklären. Also 0 ist kein Schmerz und 10 ist kurz vor der Unerträglichkeit. Und ein effektives Arbeiten ist in der Regel zwischen 7 und 9. Also es ist über der Schmerzgrenze, aber der Patient muss ruhig sitzen bleiben. Also er darf sich nicht wegwinden. Zum Einsatz kommen dabei die Hände des Therapeuten, aber auch Akupunkturnadeln, Schröpfköpfe oder das Pneumatronen, Injektion oder spezielle Massagehilfen und vieles mehr. Das Ganze macht man dann vielleicht eine Minute maximal oder man fragt nochmal über die Schmerzskala ab. Und wenn sich der Schmerz deutlich bei der Behandlung schon deutlich verringert hat, von mir aus auf 3, 4 in etwa auf dieser Schmerzskala, kann man aufhören. Also für mich ist das Besondere, dass es schnell und einfach geht. Also ich mag grundsätzlich Behandlungen, die ich schnell, einfach, strukturiert beim Patienten durchführen kann. Vor allen Dingen, wenn ein Schmerzpatient in die Praxis kommt zu einem Heilpraktiker, dann kommt er ja immer noch, nicht unbedingt als erstes zu einem, sondern er hat eine gewisse Odyssee hinter sich mit mehr oder weniger erfolgreichen Behandlungen und meistens eben nicht so erfolgreich, zumindest nicht auf Dauer. Und dann muss es schon irgendwo auch schnell gehen. Und die Triggerpunkttherapie ist ja nun Jahrzehnte alt und hat dementsprechend sehr, sehr viel Erfahrung und Routine. Und da kann man natürlich gut darauf zurückgreifen. Und es ist, wie gesagt, einfach zu lernen, einfach anzuwenden und es hat eine schnelle Wirkung. Es gibt ein paar Sachen, da muss man wirklich darauf achten, weil wir arbeiten ja mit einem relativ starken Druck in den Weichteilen, also im Muskelgewebe. Also typische Sache, Blutverdünnungsmittel, die der Patient nimmt, weil ich durch die Behandlung als Nebenwirkung durchaus ein Hämatom erzeugen kann. Also es kommt darauf an, wie das Bindegewebe beieinander ist. Wenn ein relativ schwaches Bindegewebe ist, kommt es relativ häufig vor, dass durch die Behandlung einfach Hämatome entstehen. Das ist im Prinzip harmlos und macht gar nichts. Wenn jetzt jedoch Blutverdünnung genommen wird, muss ich da ein bisschen aufpassen, weil dann die Hämatome natürlich extrem werden können, dann auch schmerzhaft sind, extrem lange anhalten. Das muss ich mit dem Patienten natürlich besprechen, ich muss ihn informieren. Die Behandlung von Triggerpunkten kann durchaus ein schmerzhaftes Verfahren sein. Wie weit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen die Behandlung von Triggerpunkten vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem befugten, fachkundigen Therapeuten. Mhm.